So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy, Crash Bandicoot 1, wobei es komplett anders bei mir heißt, aber egal. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zur mittlerweile achten Folge. Streng genommen, also ich nehme das Ganze vor dem ersten Livestream auf, aber ich möchte das trotzdem als achte Folge hochladen, einfach aus. Da kommt am Sonntag die lange Folge und nicht am Montag, das ist glaube ich ganz gut. Und ich mache gerade auch noch mal einen kleinen Test. Ich habe jetzt die Lautstärke ein bisschen hochgedreht. Eventuell könnte ich jetzt noch mehr machen. Aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen, wie ich es gemacht habe. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mal beim Capturen auf 1080p gestellt. Auch wenn das Programm sagt, dass eventuell mein PC damit nicht klarkommt. Werde ich ja dann sehen. Wenn es Probleme gibt, weiß ich, dass ich das zurückstellen muss. Ansonsten mal gucken. Ich nehme ja eh in 1080p auf, da kann ich es auch in 1080p. Codierung überlastet. Ja. Ba, 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 ba. Okay, ich stelle es wieder runter. So, ich habe es jetzt runter. Ich habe es wieder auf 720p gestellt. Okay, funktioniert nicht. Muss ich akzeptieren. Müsst ihr akzeptieren. Okay, jetzt ist doch alles wieder gut, ne? Weil ich habe ja ansonsten nichts an den Einstellungen gemacht. Sieht immer noch ein bisschen. Keine Ahnung, sollte jetzt ja eigentlich wieder okay sein, also ja. Starten wir in The High Road. Ich nehme jetzt eine Folge auf, weil ich Lust habe, und die kommt wie gesagt. Also ich nehme jetzt vor dem ersten Stream auf, aber kommt nach dem ersten Stream aus, ja, Platzgründen. Und ich habe Leben verloren, weil ich habe ja, was habe ich gespielt? Genau, Stormy Escent, und da habe ich ja ein paar Leben verloren. Nicht so viele, aber so. Ich gucke lieber wieder auf den anderen Bildschirm. Genau, auf jeden Fall, ich habe auch, mache dann auch gleich den Teststream in Animal Crossing. Das heißt, heute ist Dienstag, ganz genau. Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Weil wie gesagt, daran richtet sich auch, ob ich weiterhin, ob ich dann auch wirklich auf der PlayStation, also über den PC streamen kann. Keine Ahnung, ob da auch jetzt auch irgendwas schief geht. Wenn die Folge kommt, werdet ihr es ja schon wissen. Im Zeitraum muss es hier auf jeden Fall über die Dinger laufen. Ah, diese. Ah, das war. Ich hab's gemerkt, auf jeden Fall schon. Ja, im Zeitrennen muss man dann wohl auch über die Seile laufen. So, komm, gib her. Hauptsache, wir bleiben über den 80 kleben. Vielleicht sollte ich hier mit dem Steuerkreuz spielen. Komm her, du Heffelschwein. Aber hier gibt es auf jeden Fall keinen farbigen Edelstein. Ist die Frage, brauche ich hier einen farbigen Edelstein? Ich würde sagen, nein, weil die brauchte man ja im anderen Level. Komm. Auf jeden Fall gibt es den Torner-Bonus-Level, das ist doch schon eine feine Sache. Ich habe auf jeden Fall wirklich, ich muss sagen, ich habe sehr Bock auf diese Projektreihe, wirklich. Ich habe zwar, wie gesagt, ein bisschen Angst davor, dann auch wirklich Crash 4 auf die 106% zu bringen. Aber das ist ja, wie gesagt, noch ferne Zukunft. Das war so früh, komm, dann probiere ich mal, ob ich hier rüberlaufen kann. Natürlich kann ich das nicht. Ist wahrscheinlich auf dem PC auch einfacher, aber gut. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ah, das war zu früh.
Man sieht da wirklich auch schön. Was mache ich denn? Auch schöne Kiste im Hintergrund, wenn ihr einfach mal nach oben schaut, da in die Mitte, da dieser etwas hellere Kasten, den ihr da seht, das ist eine Kiste, die in weiter Zukunft in der Luft hängt. Ich glaube, die Folgen werden jetzt nicht mehr so produktiv werden wie die ursprünglichen. Ja, das war wieder dumm, aber das sollte funktionieren. Dankeschön. Nicht vorne wegdrehen. Das wäre ungünstig. So, weiter geht's. Aber wir sind ja 6 Minuten in der Folge, da kann man ja noch ein bisschen was schaffen. Vielleicht, mal gucken. Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Häschelschweine nicht wie auch in die an auch einfach von hinten entgegenkommen, sondern einfach na, halt stehen bleiben und häscheln. Und noch eine Kiste. Ich möchte tatsächlich erstmal. Und das Leben kann ich aber schon noch kriegen. Gut. Ja. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Tick, das war sehr dumm. In Quest 4 wird das, wenn in Quest 4 wäre die Kiste jetzt weg. Naja, dann brauche ich halt eine Mitleidsmaske. Und was macht ihr heute noch so? Ich streame nachher. Ah. Danke. Na, da ist der nächste Checkpoint. Zielfindung. Die gute Zielfindung. Na, habt ihr Spaß beim Zuschauen? Ich hoffe es doch sehr. Ich hoffe es doch sehr. Auf jeden Fall, ich habe gestern noch gut Geometrie gemacht und mir schon mal ein paar Fragen raus oder Themen rausgeschrieben, mit die ich morgen in unserer Geometriebesprechung halt besprechen möchte. Und ja, ich habe einen guten, gute, ja, ich bin sehr zuversichtlich zu der Prüfung, zumal ich ja noch über den 3 Wochen entfernt bin. Also morgen ist die Prüfung in 3 Wochen und die Regel ist so, die wir so haben, 10 LP, 3 Wochen lernen. Das heißt, ja, ich bin noch mehr als im Sold. Oh, ich, so ein Spiel. Ich mache hier ein bisschen. So, wenn ich das mit dem Steuerkreuz mache, ist es, glaube ich, gesünder. Hopp. Und 2 Leben. Die Leben brauche ich auf jeden Fall. Ich musste gerade ein paar Leben verlieren, damit ich die Kiste mitnehmen konnte. Ah. Und hopp rüber, danke schön. Einfach einen Edelstein mitnehmen und abhauen hier. Mal 10 Minuten ist doch eine gute Zeit. Ja. Also hier auf der Insel werden es dann wohl noch ein paar Folgen mehr werden als auf den anderen Inseln. Ist auch okay. Ist auch okay.
glaube, jetzt kommt mich jetzt schon Slippery Climb. Oh ja, oh ja. Aber hey, ich hab's Stormy Eskind geschafft, dann schaffe ich auch das hier. Und dann ist das hier Kindergarten. Aber ein Slippery Climb ist halt auch nicht schwer. Ich muss halt nur ohne zu sterben durchkommen. Diesmal, weil Küsten-Edelstein. Ey, weil roter Edelstein. Mit Slippery Climb habe ich eigentlich keine Probleme. Also, bisher. Also, da muss ich mich mal ein bisschen besser hinsetzen. Und dann jeden Sprung mit Bedacht vollführen. Aber diese Sprünge in ja, die Häuser rein und dann auch wieder aus denen raus. Die finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber einfach hier fallen lassen dann gleich passend. Ich habe gerade echt Angst. Ich sag's doch. Aber jetzt die Frage. Zählt dieser Tod schon für den Edelstein? Ich würde fast sagen nein, aber ich möchte es auch nicht riskieren. Ja. Also wie gesagt, eigentlich sollte echt kein Problem sein, aber es ist halt ein bisschen, naja, Vorführeffekt. Dankeschön. Kann ich eigentlich nach vorne runterfallen? Sind immer so die Fragen, die diesen R2D-igen Level interessiert. Und wie gesagt, das Schwierige im Vergleich zu Stormy Eskin ist halt, hier muss ich ohne zu sterben durchkommen. Aber ja, das Level ist le deutlich leichter. Aber trotzdem, ich darf halt nicht sterben. Es gibt halt ein bisschen anderen Druck. Die armen Geier auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt auch mehr als genug Zeit. Okay. Wie ist der Rhythmus? Da den Geier muss ich nehmen. Also den nächsten. Ich glaube, es war nicht das, was ich gerade gesagt habe, aber es hat geklappt. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich runterfallen? Nee. Oh. Es wird keine produktive Folge, Leute. Es wird keine produktive Folge. Ich werde dann aber auch noch nicht weitermachen, weil ich glaube, ich habe auch gerade das Gefühl, ich sollte dieses Level auch nicht machen. Aber wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann mache ich was anderes für den Rest der Folge.
Oh mein Gott. Auf jeden Fall bei dem Stream, da sollte eigentlich jetzt wirklich kein Problem sein, weil das ist ja dann wirklich nur Internet. Hat jetzt nichts mit meinem PC zu tun. Das ist die Einstellungen, die haben was mit meinem PC zu tun, ja. Aber halt, das, die Stream an sich sollte jetzt eigentlich funktionieren. Aber halt, keine Ahnung. Vielleicht vergesse ich irgendeine technische Finesse und dann klappt irgendwas nicht. In der nächsten Folge machen wir das dann. In der nächsten Folge. Was haben wir denn für Edelsteine? Blau, blau, gelb und grün haben wir. Den lila, den roten, den. Hier brauchen wir lila. Blau, gelb, rosa. Tempelruin, Lost City. Erstmal, es gibt hier vorne noch ein Level, wo wir den blauen brauchten. Rolling Stones? Ja, Rolling Stones. Das war es. Dann machen wir jetzt noch Rolling Stones, holen hier den Edelstein. Und dann war es das auch für meinen. Da war es jetzt auch die eine Folge, die ich gerade aufnehmen wollte. Und wie gesagt, ein bisschen rumprobieren. Ich wollte auch nochmal wissen, wie das dann ist mit dem 1080p. Geht nicht. Punkt. Ansonsten, wie findet ihr das Konzept, dass ich die Zeitrelikte streame? Ich finde es eigentlich ganz gut, weil dann ja, kann ich mich dann wirklich einfach da auch auf die Relikte konzentrieren. Mir auch einfach die nötige Zeit nehmen. Wenn es dann auch ein bisschen länger dauert, ist dann ja dann auch okay. Was ich tatsächlich aufnahmetechnisch noch probieren kann, ist die Bitrate ein bisschen höher zu stellen. Ich weiß gerade gar nicht, auf was sie gerade gestellt ist. 5000 oder so? Oder vielleicht sogar weniger? Ich weiß es gerade nicht. Das wäre dann auf jeden Fall auch nochmal etwas, was ich übertesten kann. Wenn es schon nicht mit der Bildqualität funktioniert, dann vielleicht wenigstens die Bitrate. Mal gucken. So, ich wollte die Pflanze tatsächlich nicht in die Maske reindrehen. Wobei, das wäre eigentlich, hätte mir bisschen Arbeit erleichtert, glaube ich. Aber auf jeden Fall Maske. Komm. Und weg. Badabada. Ich war interessant, was für ein Geräusch kommt. Ich war tatsächlich darauf gespannt, was für ein Geräusch kommt. So. Diesmal muss ich den Bonus ja ohnehin machen, weil beim letzten Mal, da bin ich ja dann danach ein bisschen gestorben, als ich den Bonus übersprungen habe. Komm, gib mir das Leben. Ich habe keine 99 mehr. Wenn ich so schnell Wumperfrüchte kriegen kann, dann mache ich das auch gerne. Hui. Und die 6 Kisten, die wir damals nicht bekommen konnten, die sind hier unten. Und das Brio-Level, das haben wir auch noch nicht gesehen. Das habe ich ja dann wirklich übersprungen. Weiß nicht. Aua. Ernsthaft? Ach, Spiel. Müsste mich wohl ärgern. Kriegst du auf jeden Fall hin. Und da hatte ich gerade mal wieder die 80 Leben. Naja, im Brio-Level gibt es ja wieder einige Leben. Dafür sind die ja da. Uhuhuhu. Und rein mit dir.
Und hier haben entsprechend auch noch Kisten gefehlt beim letzten Ohio. Viel TNT wieder. Ja, bisschen Sprungphysik üben. Ist ja okay. Oh, das hat gut geklappt. Spreng erstmal weg in Ruhe. Da kann ich die ganzen entspannt durchgehen und hier mir diese drei Leben noch holen. Jetzt haben wir wieder 85 Leben. Grüße gehen raus an den Alex Watermann. Nicht, dass er mich kennt, aber egal. Und ich habe alle Kisten, sehr schön. Habe mir gleich mal einen Erfolg in diesem Level. Dann wird wohl, gestern kam ja eine Stream-Auszeichnung, voraussichtlich wird morgen auch nochmal eine Stream-Auszeichnung kommen. Je nachdem, ob ich es am Freitag nochmal gestreamt habe oder nicht. Und ja, dann geht es dann entsprechend in der übernächsten Folge weiter mit, ja, Stormy Eskind. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao!